Also Steffen und ich haben gestern Pampasgras geerntet vom Straßenrand. Also um genau zu sein, hat Steffen das Pampasgras geerntet und ich stand da und habe gesagt, guck mal, da ist auch noch ein schönes. Sieht ganz geschafft aus, aber ich denke, damit kann man was Gutes machen. Ich habe zusätzlich aber noch so weißes Pampasgras gekauft. Ich glaube fast, das wächst wie das oder danach wird das irgendwie so in Essig eingelegt oder so. Also es riecht auch so leicht komisch. Und das hier, das finde ich immer super schön. So, auf jeden Fall brauchen wir jetzt einen Kranzrohling und ich habe dieses Verpackungsmaterial mal aufgehoben, weil ich dachte, das wäre vielleicht ganz gut dazu. Und dann habe ich so normales Packpapier. Ich kaufe von solchen Kerzenhaltern einfach immer nur zwei. Normalerweise macht man so ein Kranzrohling, macht dann unten einen Nagel in die Kerze und steckt die so rein, dass sie direkt in dem Rohling ist. Aber dadurch, dass ich keinen Rohling habe und nur so ein Pappding drehen werde, brauche ich irgendeine bessere Halterung für die Kerzen. Und davon kauft man normalerweise nicht vier, sondern drei oder zwei. Und jetzt nur für Weihnachten neue so Dinger zu kaufen, hatte ich jetzt auch keine Lust. Also habe ich gedacht, ich mache die da jetzt mit so rein, verstecke die und habe dann danach weiterhin meine schönen Kerzenhalter. Und den Papprohling haue ich dann halt nach Weihnachten weg. Und nächstes Jahr gucken wir mal, ob wir das more sophisticated machen. Jetzt habe ich ein langes und ein kurzes. Ich fange mal einfach mit dem hier an und dann versuche ich, also ich kann es sowieso nicht in einem, weil, oder? Wie ich es erklären möchte, warum ich es nicht machen kann und währenddessen. Außerdem wäre das eine viel schönere, passendere Grundfarbe. Hier vorne, Anfang und Ende, einfach so ein bisschen Heißkleber dazwischen, dass das wirklich ein Kranz bleibt und nicht am Ende eine U-Form wird, weil es aufgeht. Aber ansonsten ist das, glaube ich, eine ganz gute Grundlage. Ich würde jetzt mit dem hier als Grundlage arbeiten und dann halt von den hellen so ein paar Akzente reinsetzen. Ich hoffe, das klappt. Das wird eine ganz schöne Sauerei hier. Also ich kriege gerade auf Instagram ganz viele Nachrichten, dass ich aufpassen soll, dass das doch brennt. So ein regulärer Adventskranz wird um einen Strohrohling rumgebunden. Also das ist ja so ganz eng geknotetes Stroh. Und darauf sind ja auch ganz normal Tannengrün und das Tannengrün ist 4 Wochen lang in der Heizungswärme drin, also das entflammt auch sehr schnell. Ich glaube, man muss einfach allgemein aufpassen, wenn man mit Kerzen und Naturmaterialien hantiert und das gerade im Winter drinnen, also für diese ganze Weihnachtsdeko, muss man halt ein bisschen vorsichtig sein. Aber das gilt für den genauso wie jeden anderen klassischen. So. Ist der Heißkleber noch heiß? Sieht so ein bisschen aus wie so wie eine Katze. Katzenhaare. Was hast du mit der Katze gemacht? Das sieht wirklich so aus. Oh, und das fuddelt total. Naja, gucken wir mal, auch wie es dann aussieht, wenn man noch ein bisschen von den Akzenten draufsetzt, weil ich glaube, das ist ja im Endeffekt die Grundlage und dann kommt ja davon noch ein bisschen drauf und ich dachte so ein paar Goldperlen und so noch und dann sieht es hoffentlich ganz hübsch aus. Im Moment sieht es noch ein bisschen, naja, aus. Und darauf setzen wir jetzt einfach dieses hier, oder? Aber dann haben wir es unten drunter schön Natura und dann das hier und das hier drauf, dann sieht es, glaube ich, wieder hübsch aus. Hoffe ich. Das muss ja auch ein bisschen feiner hier rein.
Ich habe goldene Kerzen gekauft. Ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen too much ist. Ich habe auch weiße da, aber ich dachte, hey, das wäre doch mal was. Ein bisschen Opulenz dieses Jahr. Ich glaube, es sähe auch schon schön aus, wenn man davon direkt auch ein paar mit ansprüht. Ich weiß nicht, wie die Dinger heißen, aber die wirken sowohl weiß als auch gold immer sehr schön. Dekoschnulle, wie ich dachte. Aber wir haben so Mini-Goldkugeln. Ich glaube, das kann man schon machen, dass man die noch so ein bisschen mit reinsetzt. Wäre schon noch ganz hübsch. Gibt noch ein bisschen mehr Weihnachtstouch. Ich habe mich total gefreut auf diese gold angesprühten Dinger, weil es in der Herbstdeko so schön aussah. Aber ich finde, fast hier drin kann man sich es eigentlich sparen. Hätte man es eigentlich weiß lassen können. Es kommt gar nicht so richtig raus, fügt sich eher so unauffällig ein. Und wenn du das nimmst hier? Das hebt sich noch ein bisschen mehr ab. Aber ich hatte das extra noch mitgebracht, aber ich glaube, das braucht man gar nicht. Also kann man natürlich machen, aber so ist es halt so ein schöner, heller Hingucker. Ich halte mal eins rein. Sieht schon auch cool aus. Es hat jetzt, also ich finde, es reicht so, wie es ist. Und ich finde es auch cool, dass es so hell ist. Aber man kann da auch noch ein bisschen mehr mit Kontrasten arbeiten. Sieht auch cool aus. Meine Mutter hat das früher immer mit Haarnadeln gemacht. Aber die hatte natürlich auch einen ordentlichen Strohrohling und hat das dann so reingepiekst. Ich mache mir das jetzt trotzdem hier so ähnlich. Und friemel mir das jetzt einfach so ein bisschen rein neben den Kerzen. Das ist hier irgendwie aus einem der letzten Jahre noch so mit so schönem weißen Satinband zusammen gebunden, aber es passt perfekt. Das lassen wir einfach direkt dran und binden uns das hier so mit rein, oder? Mich würde ja super mal interessieren, wie ihr so zu Weihnachten dekoriert habt, ob ihr eher so klassisch schöne rot-grüne Sachen habt oder Gold oder eher so silbergrün, modern. Also lasst uns das gerne in den Kommentaren wissen. Darüber würden wir uns sehr freuen. Und dann sehen wir uns hier nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. So, jetzt brauchen wir noch ein Tablett. Der wackelt noch. Soll ja auch ein bisschen fest wachsen. Also ich weiß nicht, ob mir Gold nicht zu pompös ist. Ich probiere es, glaube ich, nochmal mit Weiß.